Ja, liebe 7b, ich hatte gesagt, ich gebe eine kleine Erklärung zu der Aufgabe Spiel mit der Urne aus dem Mathebuch, Seite 205. Wir haben hier ein mehrstufiges Zufallsexperiment. Das heißt, das Experiment besteht aus zwei Abschnitten. Wir werden uns jetzt erstmal im ersten Teil anschauen, wie ist das eigentlich, wenn man diese beiden Stufen so durchführt, dass man also erstmal eine Kugel aus diesem Behälter hier zieht, den nennt man auch eine Urne, und dann legt man sie wieder zurück und dann zieht man nochmal. Also zweimal praktisch eigentlich die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Ja, schauen wir mal. Also, mit Zurücklegen, ich rechne mal aus, die Wahrscheinlichkeit, eine blaue Kugel zu ziehen. Naja, es sind insgesamt fünf Kugeln, zwei davon sind blau, also ist die Wahrscheinlichkeit 2/5, dass man eine blaue Kugel zieht und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine rote Kugel zieht. Naja, das ist praktisch der Rest, also drei rote Kugeln von fünf, also Wahrscheinlichkeit 3/5. Okay, also mehrstufiges Zufallsexperiment. Wir starten das Experiment. In Gedanken ziehe ich jetzt mal eine Kugel. Man könnte jetzt eine blaue Kugel ziehen oder eine rote Kugel. Die blaue Kugel kriege ich mit der Wahrscheinlichkeit 2/5. Die rote Kugel mit der Wahrscheinlichkeit 3/5. So, egal was ich jetzt gezogen habe, also blaue Kugel, sagen wir mal, geht das Experiment wieder los und ich ziehe wieder und ich kann wieder entweder eine blaue Kugel oder eine rote Kugel bekommen. Und das Gleiche passiert, wenn ich vorher eine rote Kugel gezogen habe. Kann ich auch eine rote kriegen oder eine blaue. Okay, nun haben sich die Wahrscheinlichkeiten verändert. Ich ziehe eine blaue Kugel, lege sie wieder zurück. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer noch 2/5, dass ich eine blaue bekomme. 3/5 für eine rote und das gleiche gilt bei der roten Kugel. Wenn man sich jetzt die Möglichkeiten für alle einzelnen Kugeln aufschreibt, dann merkt man schnell, dass man letztlich die Gesamtwahrscheinlichkeit für jede dieser Dinge, die hier passieren können, für einen Pfad, das hier nenne ich jetzt einen Pfad im Baumdiagramm, dass ich also die Wahrscheinlichkeit für einen Pfad bekomme, indem ich die Wahrscheinlichkeiten unterwegs miteinander mal nehme. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich erst eine blaue Kugel ziehe und dann nochmal eine blaue Kugel, die ist 2/5 mal 2/5 und mal rechnen mit Brüchen war zum Glück ziemlich einfach. Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner. Also 4/25. Ja, das ist die Pfadregel oder Multiplikationsregel. Ich schaue mal kurz ins Buch, wie die Regel dort genannt wird.
Ah, Produktregeln. Ja, also Produkt ist ja das Ergebnis einer Multiplikation, von daher ergibt das auf jeden Fall Sinn. Ja, also das ist die Produktregel. So, die können wir jetzt anwenden für alle anderen Pfade. Schon einmal hier. Also die Wahrscheinlichkeit, erst eine blaue Kugel und dann eine rote Kugel zu ziehen, die ist 2 Fünftel mal 3 Fünftel. Zweimal 3 ist 6, 25. Dann haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, erstmal eine rote Kugel zu ziehen und dann eine blaue Kugel. Das ist 3 Fünftel mal 2 Fünftel. Das sind auch 6 25. Und entsprechend bleiben für die Wahrscheinlichkeit, zwei rote Kugeln zu ziehen. Drei Fünftel mal drei Fünftel, das sind 9/25. So, ja, also zur Klarstellung. Hier die drei Fünftel, das sind diese drei Fünftel. Und diese zwei Fünftel sind diese zwei Fünftel. Wenn ich also die Wahrscheinlichkeit für diesen Pfad hier ausrechnen möchte, sechsundzwanzigstel, dann rechne ich die drei Fünftel mal die zwei Fünftel, die ich unterwegs finde. So, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, erst rot, dann blau zu ziehen. Okay, jetzt, wir sollen ja ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit für 2 mal rot, P von 2 mal rot, haben wir hier schon gefunden, 9/25. Und jetzt brauchen wir noch die Wahrscheinlichkeit genau einmal rot. Gucken wir mal. Genau einmal rot, das würde bei folgenden Fällen passieren. Also wenn ich zuerst blau und dann rot ziehe oder wenn ich zuerst rot und dann blau. Gibt in beiden Fällen. Genau, einmal rot. Jetzt sind es aber zwei Pfade, die dazu gehören, nämlich dieser hier und dieser hier. Wenn eine Wahrscheinlichkeit sich, also wenn eine Wahrscheinlichkeit zwei günstige Pfade hat, dann gilt die Summenregel. Man addiert die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten. Also die Wahrscheinlichkeit für genau einmal rot, egal ob zuerst oder als zweites, ist die Wahrscheinlichkeit, zuerst blau zu ziehen und dann rot, plus die Wahrscheinlichkeit, zuerst rot und dann blau zu ziehen. Also 6/25. Plus 6/25. Und hier haben wir also jetzt die Summe von zwei Brüchen mit gleichem Nenner. Das ergibt also 12/25, weil man die Zähler addiert und den Nenner gleich behält. So, das ist also die Summenregel. Wir haben die Produktregel. Die besagt, man bekommt die Wahrscheinlichkeit für einen Pfad,
indem man die Wahrscheinlichkeiten unterwegs mal nimmt. Und wir haben die Summenregel, die sagt, wenn zu einem Ereignis zwei Pfade gehören, dann addiert man die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Pfade. Ja, das gucken wir uns jetzt nochmal an für das gleiche Experiment, aber mit zurücklegen. Mit zurücklegen hatten wir ja gerade, ohne zurücklegen. Wie ist es hier? Man kann jetzt eine blaue Kugel ziehen oder eine rote. Wenn ich eine blaue Kugel gezogen habe, dann kann ich immer noch eine blaue ziehen. Hier war die Wahrscheinlichkeit 2/5. Aber jetzt sind ja insgesamt nur noch vier Kugeln da und davon ist nur noch eine blau, also ist hier nur noch ein Viertel die Wahrscheinlichkeit. Beziehungsweise, was heißt nur noch? Also die Wahrscheinlichkeit ist ein Viertel. Und von den vier Kugeln sind ja drei rot, weil wir ja gar keine rote gezogen haben, also sind das hier drei Viertel. Okay. Wenn wir eine rote gezogen haben, dann ist die Situation ein bisschen anders. Wir können wieder eine blaue kriegen oder eine rote. Da wir die Kugel nicht zurücklegen, sind es wieder nur vier, aber hier sind zwei Viertel und hier sind auch zwei Viertel. Ja, haben wir nach wie vor drei Fünftel. So, okay. Wahrscheinlichkeit für zweimal Rot bekommen wir mit der Produktregel. Drei Fünftel mal 2 Viertel ergibt 2 mal 3 ist 6, 5 mal 4 ist 20, 6 Zwanzigstel oder 3 Zehntel. Und die Wahrscheinlichkeit für 1 mal Rot, die bekommen wir jetzt über diese beiden Pfade. Also 2 Fünftel mal 3 Viertel plus 3 Fünftel mal 2 Viertel. Das rechne ich aus, Punkt vor Strich. Also 6 Zwanzigstel plus 6 Zwanzigstel. Das sind 12 Zwanzigstel. Oder 6 Zehntel, beziehungsweise 3 Fünftel. So, okay, das sieht mir ganz gut aus. So, bei zweimal Rot. Überlege ich noch kurz. Ja, doch, stimmt alles. Sieht gut aus. Okay. Ja, das war die Aufgabe. Ihr seid jetzt dran. Bearbeitet eine
Aufgabe zum Thema Baumdiagramme, mehrstufige Zufallsexperimente auf dem Arbeitsblatt, das ihr bekommt. Und ja, traut euch Fehler zu machen. Den besten Fehler, den könnt ihr mir auf LMS hochladen.